weil Zweifahl schon seit Jahrhunderten vom Holz lebt, haben wir dann gesagt, okay, dann erhalten wir das für die Zukunft und bauen dann ein Museum auf. Diese Säge hat sicherlich etwas mit der Tradition für den Ort zu tun und jeder, der da mithilft, fühlt sich dann in dieser Tradition aufgehoben. Und ich glaube, das ist auch die Triebfeder derjenigen, die hier ehrenamtlich mithelfen. Und aus dieser Überlegung ist dann letztendlich Anfang der 90er Jahre das so nach und nach gewachsen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich bereit erklärt, am Forsthaus hier in Zweifall das Gelände bereitzustellen und auch dafür zu sorgen, dass das Gatter, was dann hier aufgebaut werden soll, ein Dach über den Kopf bekam, und das ist durch die Auszubildenden und den Forstwirtschaftsmeister hier im Ausbildungsbetrieb geschehen. Wir sägen alles Maße, die der Forst braucht, die Forstarbeiter, wenn die jetzt einen Hochsitz reparieren müssen oder mal ein Wildgatter oder irgendwo einen Holzsteg machen, das sägen wir. Weil auch das ganze Holz, was wir schneiden, vom Forst ist. Wir kriegen nur Holz vom Forst, was nachweislich nach 1950 gepflanzt ist. Weil, wenn man nämlich hier bei uns mal sieht, wir haben ja hier noch Kriegsreste. Und wenn irgendwo in einem Stamm ein Splitter ist, dann macht die Säge das hier. Dann ist die also hin. Ja, der Sound ist schon was Sattes. Aber was eigentlich noch viel schöner ist, wenn man dann zum Schluss sieht, vorne hat man rundes Holz reingeschoben und zum Schluss tragen wir eckiges Holz raus. Man hat den ganzen Ablauf unter Kontrolle. Das ist eben das Schöne. Ja, mich fasziniert daran erstens mal Holz sowieso, obwohl ich ja nicht aus dem Holzfach komme, aber auch die alten Maschinen, die alte Technik. Bei so einer alten Maschine hier, da hat man noch, wir sagen daran, Material in Händen. Und da kann man auch noch selbst was dran machen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Zu jeder Zeit hat Zweifall eigentlich immer wieder vom Holz gelebt. Bis heute hat sich das ganze Gewerbe etwas verkleinert, wobei es zwei Betriebe gibt, die übrig geblieben sind. Die Sägewerke haben sich ja verändert. Früher war das Sägewerk etwas anders, wie es heute ist, vor allem die größeren Sägewerke. Bei uns wird noch Handarbeit gefragt und da ist man noch nah am Geschehen und auch man sieht noch, was man macht aus der Nähe. Aber in den großen Sägewerken, da sitzt man in der Kabine drin, hat jede Menge Monitore vor sich und sieht, wo was passiert. Aber direkt sieht man das nicht mehr. In den großen Sägewerken hört man nur noch Knattern und da sieht man voll verkleidete Apparaturen. Aber ein richtiges Sägewerk herkömmlicher Art, das ist eigentlich noch unseres. Aber
diese Art ist eben vom Aussterben sehr stark bedroht. Wir haben eigentlich überlebt, weil wir viel klein-klein machen. Wir können mit anderen großen Sägewerken können wir nicht mithalten. Wir schneiden eben für die umliegenden Betriebe oder auch Privatleute. Zu uns kann auch ein Privatmann kommen und eine Dachlatte und zwei Bretter kaufen. Direkte Nachfolger gibt es nicht, aber man kann einen Betrieb auch an Nicht-Familie weitergeben, sage ich jetzt mal, oder weil die Weiterverarbeitung und so, das ließe sich auf jeden Fall weitermachen. Das Sägewerk vielleicht noch ein bisschen verkleinern, aber es wird auf jeden Fall, der Betrieb wird auf jeden Fall weitergehen. Aber hundertprozentig weiß man das heutzutage nie. Sicherlich ist Holz meine Leidenschaft, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Obwohl so ein zarter Druck war vielleicht früher schon da von meinen Eltern oder Großeltern. Vielleicht, dass mein Opa früher mal gesagt hat, Jungchen, und du kommst in den Betrieb, ist das klar. Ne? Es war früher so eigentlich, dass vom Nachfolger erwartet wurde, dass der den Betrieb dann auch weiterführte, den elterlichen Betrieb. Das ist eine 100er Bandsäge für Museum. Länge weiß ich jetzt nicht genau, wird so um die 6 Meter noch was sein. Das Museum hat leider nicht die Technik, das zu machen, deswegen bringen die uns. Und ich mache das auch gerne fürs Museum, macht Spaß. Wir haben sogar die gleiche Bandsäge, wie wir auch hier stehen haben. Wir haben auch die gleichen Blätter. Ja, ich bin eigentlich zuständig für Sägeschärfen, Schlosserei, also Reparaturen und sonstiges. Wenn ich jetzt hier nicht mehr schärfe, dann arbeiten die nicht mehr. Dann gebe ich denen 2 Tage, dann sind die Sägen alle stumpf und dann bleibt die Maschine stehen. Alle Reparaturen, die möglich sind, wobei man sagen muss, es gibt Sachen, da braucht man spezielles Werkzeug, das kann man nicht. Also ich sag mal, 75% kann man selber machen. Mein Beruf ist Sägewerker. Jetzt ist der Hammer, ne? Hat mit dem nichts zu tun. Ja, ich war mal in einem anderen Betrieb. Und mein Chef war Diplom-Ingenieur Maschinenbau. Der hat mir einiges beigebracht, was damit zu tun hat mit Maschinenbau. Und davon profitiere ich jetzt eigentlich. Ich bin, sag ich mal, so ein Mensch, der nimmt wenig Anspruch an andere Leute, ich mache lieber selber. Ist egal, was das für eine Branche ist. Dass ich dann sage, hier, das habe ich selber gemacht, dann bin ich stolz drauf. Ja, die Bezeichnung hat sich verändert, aber die Arbeit ist dieselbe geblieben. Die Maschinen sind moderner geworden, ist klar. Ja, hier sind noch relativ, sag mal, relativ alte Maschinen. Auch hier im Schleifbereich gibt es ganz andere Maschinen. Ne? Mit Wasser und so, kein Staubentwicklung und mehr, alles. Lieber mal das Alte, ne? Kann man noch schön ein bisschen einstellen, nacharbeiten. Das macht mehr Spaß als das Neue.
Für mich stand das lange überhaupt nicht zur Debatte, dass ich hier in das Unternehmen einsteigen werde. Habe gedacht, ich versuche es mal, weil es auch keinen anderen Nachfolger bei uns im Unternehmen in der Familie gegeben hätte. Also wir arbeiten hier natürlich mit hochmodernen Maschinen. Das Ganze ist komplett vernetzt und komplett verkettet und ineinander verzahnt. Man sieht auch an den einzelnen Punkten im Sägewerk, dass alle Daten digital immer weiter übergeben werden und ausgewertet werden und eben dann bis zum fertigen Stück Schnittholz eigentlich kein Mensch mehr dieses Stück Holz berührt, sondern alles von Maschinen abgewickelt wird. War viel mehr wirklich über Manneskraft einfach zu stemmen. Da wurden Pakete einfach per Hand gestapelt. Da mussten wirklich einfach Muckis spielen. Heute ist es natürlich anders, da ist viel, viel mehr Technik involviert. Somit ist es auch gar kein Problem, da eben Frauen in der Produktion einzusetzen. Dennoch ist es ein Thema, was natürlich immer noch Potenziale hat, wo man immer noch daran arbeiten kann, dass auch die Branche für Frauen attraktiv wird. Bei mir im Studium zum Beispiel war es auch so, dass bei mir im Kurs selber wenige Frauen mit dabei waren. Und die, die mit dabei waren, waren auch eher im Handel beschäftigt, also nicht in der Industrie oder in einem Produktionsunternehmen, sondern eher im reinen Handel. Also die Sägeindustrie generell ist schon eine sehr männerdominierte Branche. Als Frau fällt man hier natürlich auf, das kann ich nicht abstreiten. Man muss sich daran gewöhnen, dass man eben oft auch auf Veranstaltungen so die einzige Frau dabei ist. Aber für mich selber ist das kein Problem. Anhand von Büchern, die halt im Revier vorliegen, könnte man jetzt genau sagen, dieser Bestand ist vor 70 Jahren gepflanzt worden. Haben wir den Bestand halt hier begleitet von der Pflanzung über die Pflege. Da schon das sozusagen Aussortieren und Fördern von besseren Bäumen über die verschiedenen Durchforstungsstadien, wo wir halt auch andere Bäume wieder gefördert haben, die wir halt zu Wertholz verarbeiten möchten im Nachhinein, bis halt jetzt zur Fällung mit der ganzen Aufarbeitung, Einsortierung und dann der nachherigen Abfuhr zum Weg halt beschäftigt sind. Also begleiten wir den Baum sozusagen sein ganzes Leben lang in diesem Sinne, also diese 70 Jahre, die er jetzt hier gestanden hat, bis dass er jetzt unten liegt am Weg und dann abtransportiert wird ins Sägewerk. Wolltest du nicht die Bäume umarmen? Später. Wenn da Leute kommen, die irgendwo einen Zeitungsartikel gelesen haben, oh, die Bäume, die können miteinander sprechen und irgendwas, und die fahren dann total darauf ab, kein Baum darf mehr irgendwie gefällt werden oder was, und haben sich gar nicht damit befasst. Wir sind nicht ohne Grund 3 Jahre in der Ausbildung und haben tagtäglich damit zu tun, werden da drin geschult und gefördert, auch in dieser Wissenschaft, was ja alles bewiesen ist und belegt ist. Dann über die Jagd, weil manche Leute auch mit der Jagd hier halt nicht viel anfangen können, was aber natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist in dem Wald oder in dem Wirtschaftswald hier, den wir hier betreiben. Und dann auch Jagd ist Mord und sowas, dass man so Aufkleber überall findet. Es kommt auch hier vor, dass man halt von manchen Leuten, wenn man hier durch den Wald fährt, halt angeguckt wird nach dem Motto so, was macht ihr denn jetzt hier? In diesem Sinne wurden wir jetzt noch nicht angegriffen oder irgendwas, aber man merkt halt schon, wo das Verständnis da ist bei manchen Leuten und wo nicht. In einer gewissen Hinsicht, ob man das Umweltschutz nennen kann oder nicht, sorgen wir dafür, dass der Wald erhalten bleibt und auch eine Nutzbarkeit des Waldes vorhanden ist. Alle Menschen brauchen Holz, sei es egal in welcher Hinsicht, zum Bauen, wenn man auf Papier schreibt etc. Und zum anderen auch halt produziert Sauerstoff, Photosynthese hier. Und
Von daher ist es schon halt wichtig, dass man auch nachhaltig wirtschaftet, um halt den Wald zu erhalten, so wie er ist, um halt auch da erstmal in der Hinsicht Rohstoffe zu erhalten und auch um die Sauerstoffproduktion und somit halt die Lebensgrundlage für die Menschen, für die Tieren, für alles Mögliche auf diesem Planeten zu erhalten. Also es ist schon ein wichtiger Teil, den wir hier unterstützen bzw. durchführen. Und fördern natürlich, ne? Erstens sorgen wir dafür, dass der Wald weiter wachsen kann, Sauerstoff produzieren kann und dass wir auch noch einen Nutzen daraus ziehen. Somit tragen wir, finde ich persönlich, schon zum Umweltschutz ein Stück bei. Allerdings Umweltschutz laut Definition und laut Umweltschützer würden wir so gesehen nicht betreiben. Jeder von uns verbraucht im Jahr ungefähr 1,5 Kubikmeter Holz. Und ein Kollege von mir hat das mal etwas krass gesagt: Ohne den Wald können wir uns morgens nicht mal den Hintern abwischen. Und da hat er irgendwo recht. Der Wildverbiss, der findet meistens an den Baumarten statt, die am seltensten vorkommen. Fichte kommt hier sehr häufig vor, gut, Buche auch. Die werden relativ wenig verbissen, aber die ganzen Mischbaumarten halt extrem. Was wir jetzt machen ist, die Weißtanne hier mit so kleinen Verbissschutzkappen zu schützen, weil die sehr gerne verbissen wird vom Wild. Und das kann man hier sehr schön sehen. Die sieht dann im Endeffekt so aus. Die Weißtanne ist hier, wenn man sich den Stamm anguckt, irgendwo zwischen 5 und 10 Jahren alt. Und die ist nicht höher wie die hier, die jetzt mal knapp 4 Jahre ist. Das ist ein Grund, warum wir auch entsprechend jagen, damit wir gerade unsere ganzen Mischbaumarten hier durchbekommen. Wir versuchen da sowas wie einen Spagat hinzukriegen, nämlich auf der einen Seite den Wald zu nutzen, wirtschaftlich. Klar, da nutzen wir die Natur. Die Frage ist ja nur, wie ich es mache. Ne? Wenn es Richtung Ausbeuten geht, ist es mit Sicherheit negativ. Aber es kann nicht so sein, dass man dann sagt, ich brauche den Wald eigentlich nur zum Spazierengehen oder zum Joggen oder ich brauche den als großen Zoo. Museum oder wie auch immer man das bezeichnen will, so nach dem Motto Käseglocke drüber, nichts mehr tun und alles ist gut. Das kann es dann auch nicht sein. Und dann müssen wir gucken, dass wir die ganzen Sachen halt unter einen Hut kriegen. Und das ist nicht ganz einfach. Und da hat halt jeder so seine Sichtweise. Ne? Wenn wir durch den Wald fahren, der unser Arbeitsplatz ist, dann fühlt der eine sich dann schon belästigt, weil er da gerade spazieren will und sich da entspannen will. Ich finde das dann halt lästig, wenn jemand mit dem Traktor oder mit dem Auto da durchfährt. Ne? Was viele einfach unterschätzen, ist dieser wirtschaftliche Faktor, der da ist. Was die wenigsten wissen, ist, neben der Automobilindustrie ist das mit einer der größten Wirtschaftszweige, die da sind. Und dann darf man einfach nicht nur sehen, die Leute, die hier im Wald arbeiten, sprich die Forstwirte oder der Förster, sondern das geht ja nachher weiter über die Druckindustrie, Holztransport und Sägewerke und. Wenn man das alles sieht, ist man hier in der Bundesrepublik mit weit über 1 Million Arbeitsplätze dabei. Und das ist dann schon ein Wirtschaftsfaktor, den man nicht einfach so wegfallen lassen kann. Früher war das auf diesen 600 Hektar, das ging alles, also alles nur von Hand, mit Handsägen und wir sehen auch hier mit den Heppen. Da war dann durch die, dass da 10, 12 Mann waren, war natürlich auch den ganzen Tag war da Leben drin. Man hatte Pause gemacht, früher gab es noch keinen Schutzwagen, wie heute haben wir einen schönen Schutzwagen mit Licht drin, da wird über Solar wird da Strom drin gemacht, da haben wir Licht da drin. Früher gab es eine Hüttenbank, das war so eine Bank mit einem Dach drüber, mit 2 Griffen. Die wurde dann quer durchs Revier getragen und dann, wo Pause gemacht wurde, wurde sich dann da reingesetzt. Es wurde jeden Tag ein Feuer gemacht. Heute haben wir eben eine Gasheizung, dann drehen wir die Gasheizung auf und dann haben wir auch warm. Ne? Wir sind der Herr darüber, was mit dem Wald in der Zukunft passiert. Und darum ist es auch wichtig, gut ausgebildete Leute hier an der Heppe oder eben an der Säge zu haben, weil die entscheiden, was wird aus diesem Stückchen Land in den nächsten 50, 60 Jahren.
Wenn die wissen, was sie für eine Baumart da bearbeiten und die wissen, eine Kirsche, Mensch, die ist toll, da kann ich später Werthaus draus machen, die fördere ich jetzt, dann ist das schon für den Waldbesitzer schon ein großes Plus. Ja, ich sag mal so, warum habe ich den Beruf ausgewählt zu erlernen? Wir haben halt zu Hause einen eigenen Forstbetrieb, dadurch quasi schon so in die Wiege gelegt. Ja, und das stand eigentlich fest, weil ich mich sowieso auch mit Geräten und sowas auch viel befasst habe, auch früher schon zu Hause geholfen. Und habe dann hier meine 3 Jahre Ausbildung gemacht. Das bereue ich auch so nicht, also es war auf jeden Fall der richtige Schritt. Kann ich für mich sagen, also ich bin jetzt keinen Tag nach hier gekommen, wo ich jetzt sage, nee, das ist gar nichts, also es hat mir immer Spaß gemacht und macht mir jetzt auch noch Spaß. Also ich studiere Forstwissenschaften und Waldökologie in Göttingen im 5. Semester jetzt. Und ich mache halt hier jetzt das Pflichtpraktikum von der Uni hier im Betrieb Zweifall. Einfach um ein bisschen praktisch zu arbeiten neben dem Studium. Ja, also auf der einen Seite hat man halt, ne, dass man wirklich durch den Wald geht und die Bäume anschaut und überlegt, was kann man hier machen mit dem Waldbild, was wird sich hier entwickeln, wie kann man versuchen, was so zu hinzukriegen. Und auf der anderen Seite hat man halt so die Büroarbeit, was viel, viel Papierkram ist, gerade im Staatsforst habe ich hier halt gemerkt, und viel Telefoniererei. Und das ist halt so das, was, das muss sein, aber es ist jetzt nicht so das Schönste, finde ich. Also da will ich dann wirklich lieber im Wald rumrennen. Jetzt auf früher zurückzukommen, da war in so einem Revier von so 600-700 Hektar Größe, waren dann zwischen 10 und 12 Mann beschäftigt. Um einen Vergleich zu geben, heute ist auf 2000 Hektar 3 Mann sind dann da. Und heißt dann auch, wenn einer krank ist oder wenn einer Urlaub hat, ist es immer ein Problem. Motorsägenarbeiten sind gefährliche Arbeiten, dann müssen wir mit 3 Mann sein. Aber solche Arbeiten, die dürfen wir auch zu zweit machen. Seit 1996 ist der Akkord abgeschafft. Bei uns haben wir Monatslohn. Bis 1996 haben wir nur Vollakkord gearbeitet. Und ich bin heutzutage froh, dass wir es nicht mehr haben, weil sie fingen jeden Morgen bei Null an und das war immer grauenhaft. Ne? Und da war es schon eine schwere Arbeit dann. Ne? Ist jetzt auch schwere Arbeit, aber dieser Zeitdruck, ne? Der war schon enorm. Sagen wir, wie ich anfing im Wald 1982, da haben sie auch noch mit 2 Mann haben wir so eine Säge zusammengekauft, eine modernere dann schon. Aber da ging immer der Schritt, so jeder seine Säge, kam dann immer mehr. Dann. Die Sägen, die wir haben, sind unser Eigentum. Wir bekommen nur eine Entschädigung pro Laufleiststunde der Motorsäge. Ne? Bei uns sind alle Modelle im Umlauf, die man so kaufen kann. Ne? Der eine bevorzugt das, der andere bevorzugt das. Ja, das ist meine eigene Säge halt aus der Ausbildung. Die 3 Jahre habe wirklich nur ich damit geschnitten auch im Betrieb. Und da lernt man natürlich dann auch seine Sachen zu pflegen, auch in der Ausbildung, darauf zu achten, auch diese zu warten, halt mit diesem Hintergedanken, dass man die halt irgendwann auch kaufen wird. Ne? Und es geht ja da um ein paar 100 Euro auch, die man dafür investieren muss. Und da ist es eigentlich auch ganz gut, jetzt als Neueinsteiger im Beruf nach der Ausbildung direkt keine flammneue Säge kaufen zu müssen von 1000 oder über 1000 Euro. Und man dadurch erstmal die etwas billigere, aber schon benutzte Säge halt übernehmen kann.
Ich habe noch eine Blaumannshose und eine Blaumannsjacke und eine Kappe. Da war kein Helm, keine Helmpflicht, keine Hörschutzpflicht. Darum hören die auch heute alle sehr schlecht, ich leider auch. Und da war alles noch nichts Pflicht. Ich habe angefangen, 6 Wochen später habe ich mir erstmal mit der Säge einen Reißverschluss übers Knie gemacht. Dann fiel ich erstmal aus eine Zeit lang und naja, hat man dann nachher ein bisschen aufgepasst. Ein paar Jahre später kamen dann die Schnittschutzhosen, die wir heute auch haben. Die sind sehr schwer, aber trotzdem, sie schützen uns vor Schnittverletzungen. Dann haben wir durchtrittssichere Schuhe, Schnittschutzschuhe nennt sich das auch. An den Seiten ist Schnittschutz drin, weil sehr viele Verletzungen auch in Füße schneiden sind. Dann haben wir einen Helm mit Gehörschutz, haben wir dann an, hier sehen wir den Helm mit Gehörschutz. Heutzutage haben wir auch Funk, das zählt auch zu der Sicherheitseinrichtung, dass wir immer mit den Kollegen kommunizieren können. Wir haben ja jetzt hier naturnahe Forstwirtschaft, heißt auch sehr viel Naturverjüngung. Wir können die Kollegen teilweise nicht sehen, wenn wir am Arbeiten sind, aber wir können mit ihnen sprechen. Dann sagt man hier halt, wink mal irgendwo, wo du bist, dann wissen wir, wo der Kollege ist. Weil innerhalb doppelter Baumlänge darf sich keiner bei der Fällung aufhalten. Und da halten wir uns auch dran. Hier haben wir dann noch einen Schutz hier vorne für die Späne, die da sind. Also eigentlich ist das schön, dass man hier sehr abwechslungsreich arbeiten kann. Dass wir hier Bäume fällen gehen in der Durchforstung und dann halt die Jungbestandspflege, dann Hochsitze bauen. Das heißt, man macht nicht immer monoton dasselbe. Ja, manche Arbeiten dauern mal 2-3 Wochen am Stück. Aber ansonsten hat man halt doch sehr viel Abwechslung. Ja, es ist immer körperliche Arbeit, aber das war mir im Vorhinein bewusst. Ich sehe am Ende des Tages gerne, was ich gemacht habe. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, die Ausbildung zum Forstwirt zu machen und auch in dem Beruf dann weiterzuarbeiten. Die Forstwirte sind ein ganz eines Völkchen, nämlich einer, der diesen Beruf wählt, im Wald zu arbeiten, ist erstmal immer ein Sonderling. Die sind anders wie andere, das ist so. Mein Urgroßvater war Stadtförster, mein Großvater war im Bundesforst, mein Vater hat einen Forstbetrieb, also so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater hatte halt auch ein kleines Stück Wald und habe ich halt auch immer gerne mitgearbeitet. Und von daher hat sich das halt angeboten. Und ich habe mein Abitur gemacht und ich habe vor, hiernach dann noch studieren zu gehen, also Forstwissenschaften oder Forstwirtschaft, muss ich dann noch gucken, um dann hoffentlich auch irgendwann Förster werden zu können, weil das ja, wenn ich das auch sehe, wie der Manager das hier macht, das wäre schon ein Traumjob für mich, wenn ich das schaffen würde. Ja, also den Traumberuf ist es. Sonst hätte ich es nicht gemacht, aber ich glaube, das sagt jeder von seinem Beruf, wenn er es gerne macht. Der Wald, da bin ich rein gewachsen, eben durch meinen Schwiegervater. Und da ist mir das aufgegangen, das ist genau das ist das Ding. Warum hast du das nicht von Anfang an gemacht? Es gibt ja auch noch andere Aufgabenfelder, die man wahrnehmen kann. Zum Beispiel kann man sich fortbilden, dann zum Beispiel als Ranger im Nationalpark arbeiten oder als Baumgutachter. Also man hat da einige Möglichkeiten, in die man noch wechseln kann. Ja, also hier haben wir ja die Dolma. Die ist ca. 40 Jahre alt. Die ist noch ohne Antifibrationssystem, wie ihr seht. 2007 habe ich die Chance bekommen, hier als Ausbilder in Forstbezirk Zweifall als Ausbilder tätig zu sein. Die Chance habe ich wahrgenommen. Seitdem bin ich hier Ausbilder. Das ist genau das Ding, wollte ich eigentlich immer machen, mit jungen Leuten zusammenarbeiten, denen dazu vermitteln, den Start ins Leben zu erleichtern, eben mit einer vernünftigen Berufsausbildung. Wir sind ja jetzt auch im Betrieb eher wenige. Wir sind ja hier mit dem Meister Dominik und halt mit den 4 Auszubildenden. Das ist halt ziemlich schön, dann, weil man halt ein viel größeres Gemeinschaftsgefühl hat und dann halt auch weiß, man kann sich auf die anderen verlassen. Die machen jetzt hier keinen Quatsch, was ja auch in unserem Beruf ziemlich wichtig ist, wenn man sich auf niemanden verlassen kann. Früher wurden die Waldarbeiter, wie sie früher hießen, die Waldarbeiter dann eben nur dazu benutzt, ich sage wirklich benutzt, Holzeinschlag zu machen und zu pflanzen und irgendwelche Pflegemaßnahmen, sonst nichts. Heute ein ausgebildeter Forstwirt, der wird eingebunden in den Holzverkauf, wird dann noch mit, also Holzbereitstellung, Holzabnahme, Holz auszeichnen, der wird überall mitgenommen und wird überall damit eingebunden. Und das können die heute auch. Ne? Förster ist halt vor Ort und deshalb finde ich das halt schön, weil er halt auch sehr frei in seiner Arbeit ist. Er hat halt
hat halt Freiheit, wie er das jetzt gestalten möchte. Er hat zwar seine Vorgaben, wie viel Holz jetzt eingeschlagen werden muss, und hat natürlich auch seine naturschutzrechtlichen Richtlinien. Aber sonst ist er halt sehr frei und kann halt so ziemlich den Wald gestalten, wie er das möchte. Wie ich angefangen habe im Endeffekt vor 30 Jahren, hat das Ganze noch völlig anders ausgesehen. Aber das alles irgendwie ein bisschen, ich sage es mal so, ein bisschen beschaulicher und übersichtlicher. Ne? Stellen werden abgebaut, die Einheiten, die werden alle größer, ob das bei den Revieren ist, ob das bei den Forstämtern ist. Aber für mich das Schöne, was den Reiz immer noch ausmacht, ich arbeite mit der Natur. Das ist nicht jeden Tag dasselbe. Ja, also Karo einfach gibt es nicht. Es gibt sowas Ähnliches wie eine Routine, ja. Aber es ist jedes Mal wieder anders. Und wenn ich mir dann auch Gedanken darüber machen muss, zum Beispiel, wenn Bestände umgebaut werden, von einem reinen Bestand in einen Mischbestand, was habe ich an Gegebenheiten da? Die Gassen, die sind als Doppelringe sind die markiert, durchgängig. Da kann man dann wunderbar, wenn man an die Gasse lang guckt, sieht man halt links und rechts die Doppelringe dran. Und alle die entfernt werden, die werden mit einem Schrägstrich markiert. Früher war es so, dass wirklich also fast reiner Männerberuf war. Jetzt egal, ob man Förster oder Forstwirt ist. Und jetzt es bessert sich. Also es kommen immer mehr Frauen daran. Und gerade das Studium ist auch sehr ausgelegt, viel auf Naturschutz, wo dann halt auch viele Frauen dabei sind, die dann halt nicht in den Forstbetrieb direkt gehen, sondern irgendwas mit Ökologie, Naturschutz machen wollen. Und dadurch ist der Anteil relativ gleich. Also früher war es so, dass man halt nur Forstwissenschaften studieren durfte, wenn man einen Jagdschein hatte. Und das war dann halt so, dass viele es nicht gemacht haben, weil einfach fachfremd, überhaupt kein Zugang dazu. Und dann war halt die Beschränkung dann halt eine sehr hohe Hürde. So, das wurde halt abgeschafft. Und dadurch können halt auch Fachfremde, also die keinen familiären Bezug zum Forst haben oder so, das Studium anfangen. Und aber halt auch mehr Frauen sind dann dabei. Es wird vom Klimawandel geredet, der wird auch stattfinden, aber in welcher Form? Das sind alles im Moment Modellrechnungen. Man kann versuchen, das ungefähr abzuschätzen, aber feststeht, die Fichte wird Probleme kriegen. Und da wollen wir versuchen, das Risiko möglichst weit zu streuen, weil ich gesagt habe, ja, wir wissen nicht genau, in welche Richtung sich das ändert. Also jetzt nur auf die Buche zu setzen, auch wenn sie hier von Natur aus eigentlich die stärkste vertretene Baumart wäre, halte ich auch für verkehrt, weil es hat auch kein Mensch damit gerechnet, dass zum Beispiel die Echen jetzt alle absterben. Da kommt ein Pilz und das kann uns genauso gut bei einer Buche passieren. Und dann denke ich, ist es dann schon richtig, wenn man hingeht, das Risiko einfach streut, möglichst viele Baumarten haben, ungleichaltrigen, mehrschichtigen Mischwald. So mit dem Einsatz, da steckt alles drin. Heutzutage machen wir eine Horstpflanzung, nennt man das, mit Laubholz. Wir wollen die Bestände ja stabil gestalten. 19 Pflanzen pflanzen wir hier im Abstand von einem Meter in der Reihe und einem Meter von Reihe zu Reihe. Auf ca. 25 Meter wollen wir einen Zukunftsbaum haben. Das Rehwild und das Rotwild wird außen herum die Bäume, wird das anfressen, lässt aber in der Mitte die Bäume außer Acht. So kann in der Mitte der Baum schön hochwachsen, ohne dass sie durch das Wild geschädigt wird. Heute nimmt man etwas mehr Rücksicht, wahrscheinlich auch deshalb, weil die Menschen alle länger arbeiten sollen. Und muss man halt gucken, ob man die länger am Arbeiten hält. Und deshalb muss das Skelett halt halten bis vielleicht 70 oder weiß ich noch länger. Man zieht dann schiebt die Pflanze ein. Und wenn man den Spaten rauszieht, schiebt man die Pflanze etwas nach, krümelt an. Es ist sehr schnell erlernt, aber wenn man sieht, der Rücken, der ist immer schön gerade. Man kann sich gerade bücken. Man kann den Spaten gerade nach vorne tun. Dieser Neheimer Pflanzspaten, der ist dann in der Waldarbeitsschule in Neheim-Hüsten ist der entwickelt worden und eigentlich sehr gut.
wir müssen mit der Natur arbeiten. Das heißt, wir nehmen die Standorte erstmal so hin, wie wir sie vorfinden. Das heißt, wir müssen dann im zweiten Zug dann uns Gedanken machen, welche Baumart passt auf diese Standorte. Gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit ist Deutschland schon seit über 200 Jahren ganz vorne mit dabei, den Wald nicht zu übernutzen. Und auch heutzutage wächst jedes Jahr mehr Holz im Wald nach, als entnommen wird. Wir versuchen, alles aus dem Holz rauszuholen. Es wird nichts weggeschmissen. Und wir gucken uns eigenständig, unsere Rundholzeinkäufer gucken sich selber an, wo dieses Holz herkommt und ob dort nach vernünftigen Richtlinien gearbeitet wird. Wir können das nicht so machen, dass wir hier nur sagen, hier ist eine heile Welt und wir holen uns das Holz irgendwo anders aus dem Ausland. Das ist für mich sozusagen Florians Prinzip. Ne? Hier ist alles in Ordnung und woanders geht es den Bach runter. Und so schützenswert die Naturräume wie unsere Buchenwälder auch hier sind, ne? Genauso schützenswert, muss man sagen, sind die borealen Nadelwälder wie die Taiga oder sowas. Ja, meine eigene Philosophie ist die, dass man selbst in Wirtschaftswäldern für die ökologische Seite einiges Positive tun kann und dass man Ökologie und Wirtschaften nicht unbedingt trennen muss. Wir versuchen gerade in den relativ naturnahen Bereichen, die wir im Forstamt haben, das sind vor allen Dingen die Fließgewässer, da möglichst eben auch eine naturnahe Entwicklung zuzulassen. Teilweise sogar die Fichte, die bis an die Fließgewässer herangepflanzt war, zurückzunehmen, um da eben diese Fließgewässer als Lebensadern in der Natur irgendwo dann aufzubauen. Und dann haben wir das Ganze einfach sich selber überlassen. Und es haben sich dann Birken und Erlen da eingefunden. Die Flächen sind heute mittlerweile komplett zugewachsen. Ja, und das ist jetzt gut 10 Jahre her. Dann war plötzlich ein Biber da. Woher der gekommen ist, wissen wir nicht. Er ist jedenfalls da. Und in dessen Folge kommen natürlich dann Feuchtgebiete zum Tragen, die entstehen. Es kommen Amphibien, die sich da entsprechend dann auch wieder vermehren. Und das wiederum ist die Futtergrundlage für ganz seltene Vogelarten, wie beispielsweise den Schwarzstorch, der jetzt auch immer mal wieder in den letzten Jahren bei uns sich gezeigt hat und auch regelmäßig wiederkommt. Hier wird Geld verdient. Aber auf der anderen Seite wird auch wieder mit dem wird dieses Geld ja auch wieder investiert in den Betrieb, ne? Und dann im Endeffekt ja für uns alle. Das ist das, was ich ja gesagt habe, das ist ein Wald, der gehört uns allen. Wiedersehen.